Nun am Wort Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser von der SPÖ. Sind wir heute hier, um meine 1,63 Milliarden Budget, die sich in meiner Unterteilung finden, zu diskutieren. Die Einzige, die versucht hat, aufs Budget einzugehen, war die Gabriele Heinisch-Hossig, die in einer sehr klaren Art und Weise das Frauenbudget, die 10 Millionen, die im Frauenbudget drinnen sind, erklärt, wie diese aufgeteilt sind und wofür diese verwendet werden. Der Rest der Diskussion hat sich um einen ganz anderen Teil, der momentan sehr heiß diskutiert wird, der Gesundheitspolitik und der Diskussionen im Gesundheitswesen gedreht, nämlich um die Frage des Finanzausgleiches und um die Frage der derzeit vor Beschlussfassung stehenden 15a-Vereinbarung, die viele Änderungen im Gesundheitswesen beinhaltet. Lassen Sie mich deswegen probieren. Ich werde kurz versuchen, mich an das heutige Thema zu halten und Ihnen zumindest ein paar Eckpunkte meines Budgets darzustellen und werde dann versuchen, dieses sehr apokalyptische Bild, das von den meisten gezeichnet wurde, was denn passieren wird, wenn Finanzausgleich und 15a-Vereinbarung unterschrieben werden, ein Versuch, dieses einmal gegen darzustellen. Mir hat einmal vor einigen Jahren, es war ein Funktionär der Sozialversicherung, gesagt, als ich sehr vehement für die Sozialversicherung argumentiert habe, es ist gut, wenn wir unsere eigene Propaganda glauben. Das hat mich damals als jemanden, der sehr ehrlich, wie Sie, glaube ich, alle wissen, versucht, mit Fakten umzugehen, sehr geärgert. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, vor allem im Gesundheitswesen darzustellen, was wirklich Fakten sind und nicht, wie es jetzt von der Ärztekammer zum Teil passiert, der eigenen Propaganda aufzusitzen und diese noch zu verdoppeln. In diesem Sinne, glaube ich, sei es beiden Teilen, und es stehen sich ja beide Teile, was man auch hört aus den Wortmeldungen, sehr skeptisch gegenüber, beiden Teilen ins Stammbuch zu schreiben, sich in Propaganda und in Populismus zurückzunehmen. Und das zu machen, was sie tun, nämlich wirklich dafür zu sorgen, dass Patientinnen und Patienten in Österreich gut versorgt sind. Da brauchen sie ihr Licht weder unter den Scheffel stellen, noch braucht man sich mit der einen oder der anderen Übertreibung, überzogenen Forderung, überzogenem schwarzen Bild eine Show bieten, die Patientinnen verunsichert, die vielen Gesundheitsberufe, die Sie diskutiert haben oder die du angesprochen hast, noch mehr verunsichert, sondern halten wir uns an die Fakten. Ich werde versuchen, auf einer sehr klaren, für mich sehr ehrlichen Art und Weise, unser Bild der Fakten darzustellen, was passieren soll, wenn es so kommt, wie wir es uns vorstellen. Nur kurz zum Budget. Ich habe 1,63 Milliarden im Budget drinnen. Das sind um 26,5 Milliarden mehr als im Vergleich zu 2016. Warum ist das so? Ich habe erstmal Millionen. Danke. Man sollte sich das dazu schreiben. Es ist erstmalig so, dass ich das Frauenbudget mit 10,1 Millionen wirklich drinnen habe, ganz drinnen habe. Dadurch steigen mein Budget um einen gewissen Betrag an, nämlich um 6,5 Millionen. Wir haben für die Krankenversicherung eine bedarfsorientierte Mindestsicherung, die leider an einer österreichweiten Lösung gescheitert ist, mit 14,5 Millionen plus eingepreist. Es ist die Krankenanstaltenfinanzierung mit 4 Millionen plus eingepreist. Es ist der Kassenstrukturfonds mit 10 Millionen, der nicht dotiert war, erst im Jahr 2016 wieder dotiert war, wieder drinnen, wo wir zielorientiert Gelder an die Krankenversicherungen ausschütten, wenn sie gewisse Ziele erreichen. Und der Zahngesundheitsfonds von den einen geliebt, nämlich von den Patientinnen und Patienten, Familien, die davon profitieren, von den anderen als überschießend abgetan, mit 80 Millionen, wo wir glauben, dass es uns gelungen ist, zumindest in Familien, wo sich eine Zahnspange vielleicht finanziell sonst nicht ausgegangen wäre, diese auch zu finanzieren. Der größte Brocken ist der Anteil an der Spitalsfinanzierung, der mit 635 Millionen variabel drinnen ist, weil der, wie Sie wissen, verteilt wird je nach Steueraufkommen in der Republik. Im Gesundheitsbudget gibt es Schwerpunkte. Das ist im nächsten Jahr, wird es E-Health sein. Das ist die Frage von Elga. Elga ist mit 10 Millionen weiter dotiert, wird insgesamt mit 41 Millionen über die Zielsteuerung, also über Bund, Länder und Sozialversicherung für die Jahre 2017 bis 2020 weiterfinanziert. Es sind Kinderimpfungen weiter drinnen, eine Leistung, die in Österreich angeboten wird, dass ein Großteil der Kinderimpfdosen von der öffentlichen Hand finanziert wird, in einer Zweidrittelfinanzierung, wo wir mit 1,1
171 Millionen Einzeldosen eine große Anzahl von Kindern und Jugendlichen erreichen und wo wir uns aber vorgenommen haben, den Durchimpfungsgrad noch weiter zu erhöhen. Wichtig deshalb, Sie wissen es, die, die geimpft sind, schützen diejenigen, die nicht geimpft sind. Und je höher der Durchimpfungsgrad ist, umso größer die Gelegenheit, Krankheiten auszurotten. Es ist uns gelungen, Pocken, Polio zu eliminieren, einfach durch eine sehr hohe Durchimpfung. Masern, das nächste Ziel, wo wir wissen, dass sehr viel Leid passiert bei den Kindern, die an Masern erkranken, wo sehr viele Schäden bei Schwangeren auftreten können. Das nächste Ziel, dort den Durchimpfungsgrad auch noch deutlich zu erhöhen. Frühe Hilfen, ein Teil, den wir uns vorgenommen haben und der bei der Frage, ob Prävention zu kurz kommt, Frau Kollegin Weigersdorfer, der zwar ein geringer Prozentsatz an Geld ist, aber eine große Flächenwirkung entwickeln wird. Die frühen Hilfen, glaube ich, ist das Projekt, wo wir sehr, sehr zeitig einsteigen, nämlich bereits bevor Kinder geboren sind, in der Schwangerschaft, wo man Menschen herausfiltern kann, die möglicherweise, wo es möglicherweise Schwierigkeiten geben könnte danach und wo es dann ein großes Betreuungsnetz gibt, auf das Menschen zurückgreifen können und wo wir versuchen, Spätschäden, psychische Spätschäden, Sozialintegrationsspätschäden, all diesen Dingen vorzubeugen und hier zu versuchen, gemeinsam mit den Ländern und Gemeinden ein flächendeckendes Netz aufzubauen. Das läuft sehr kurz, läuft aber wirklich sehr gut und ist, glaube ich, eines der Vorzeigeprojekte, wo man auch schauen muss, dass man mit wenig Geld gemeinsam in der Kooperation aus dem Gesundheitsressort sehr vieles auf die Beine bringen kann. Das Frauenbudget, glaube ich, Heini Schossek hat es schon im Prinzip dargestellt. Über 90% des Budgets, das ich habe, geht in die Förderung von Frauen- und Mädchenberatungseinrichtungen und von Gewaltschutzeinrichtungen. Ein Netz an Betreuung, ganz über Österreich, sehr eng über Österreich gezogen, das vor allem in den Feiertagen etwas ist, was sehr großen Zuspruch findet. Wir alle wissen, dass je hektischer die Zeit wird, ganz im Gegenteil zur besinnlichen Adventszeit, dass Gewalt in der Familie steigt, dass viele Frauen den eigenen Haushalt verlassen, dass Kinder geschlagen werden, wenn man die Schlagzeilen heute gelesen hat, dass wie wenig Menschen eine Watsche als Gewalt gegen Kinder empfinden, dann wissen wir, dass Gewaltschutzzentren und Beratungszentren in Erziehungsfragen und sonstigen Fragen noch sehr lange ihren Platz fordern werden und auch noch so lange finanzielle Zuwendungen brauchen werden. Frauenhäuser, etwas, die, glaube ich, über ganz Österreich in der unterschiedlichen Finanzierung, in der unterschiedlichen Auslastung, aber in allen Fällen nicht unterausgelastet, sondern meistens überausgelastet sind, fördern wir und ich glaube, dass dieses Geld auch wirklich richtig und gut verwendet ist. Es ist heute schon Dank gesagt worden an die verschiedensten Bereiche, denen das Geld, das Sie, das die Bürgerinnen und Bürger sowohl ins Gesundheitswesen als auch, sage ich jetzt einmal, in die Fragen der Gleichstellung, Gleichberechtigung, Frauengesundheit, Gewaltschutz und Frauen- und Mädchenberatung investieren, dass das Geld allein nichts bewirkt, sondern dass das Geld nur dann was bewirken kann, wenn die Menschen, an die dieses Geld geht, mit diesem verantwortungsvoll umgehen und dieses auch durch Taten, durch ihre tägliche Arbeit, die sowohl in den Beratungsstellen, in den Frauenhäusern, als auch in Spitälern, Arztpraxen, wo auch immer, mit großer Empathie und mit großer Freude ausgeübt wird, wenn diese Menschen das Geld, das wir haben, sinnvoll weiter investieren zum Wohl der Österreicherinnen und Österreicher. Diesem Dank kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, wir alle wissen, wie schwierig es ist, in Zeiten der sinkenden Ressourcen trotzdem zu versuchen, mit viel eigenem Engagement, mit viel Enthusiasmus, die Leistungen für die Menschen doch aufrechtzuerhalten. In diesem Sinne hoffe ich, dass dieses Geld, das in meiner Unterteilung sich findet, weiterhin draußen gut verwendet wird. Und jetzt lassen Sie mich kurz versuchen, der Diskussion der nächsten Wochen und der nächsten Sitzungen, auch im Gesundheitsausschuss werden wir über BHC und über diese Dinge diskutieren, ein bisschen vorzugreifen und so ein bisschen versuchen, die Apokalypse, die befürchtet wird, wieder auf den Boden zurückzuholen. Erwin Rasinger hat OECD-Zahlen zitiert heute. Heute ist der OECD-Bericht herausgekommen, der uns in der Frage effiziente Planung, effiziente Steuerung, herausverlagern aus dem stationären Bereich und Stärkung der Primärversorgung genau dahingehend unterstützt mit dem, was Bund, Länder und Sozialversicherungen sich jetzt in dieser 15a-Vereinbarung vorgenommen haben. Wenn man nachliest bei
Zeitungsmeldungen, verschiedensten Interviewern, verschiedensten Dingen, dann merkt man, dass junge Kolleginnen und Kollegen nicht mehr Hausarzt werden wollen. Das sind multifaktorielle Gründe. Der Erwin Rasinger hat die ganze Zeit gesagt, es ist die schlechte Bezahlung, sowohl heraus als auch aus der Bank. Es ist sehr multifaktoriell. Beginnen wir mit dem Studium. Wir haben eine Studium-Eingangsphase, wo man nur den Studienzugang schafft, wenn man sehr viel Geld in die Hand nimmt, Vorbereitungskurse macht, manche Länder fördern das, um dann in die Elite sozusagen aufgenommen werden, Medizin zu studieren und das zu können. Das heißt, die Studienplatzbeschränkung hat gebracht, dass diejenigen, die studieren, natürlich schauen, dass sie ihr Studium möglichst qualitativ hochwertig weiterführen können in Forschung, Lehre. Und dass viele sich denken, der Hausarzt, das ist nicht das, was ich möchte. Das heißt, vielleicht sollten wir uns überlegen, wie das auch ist, mit der Frage, wie elitär machen wir das Studium. Und ich kann mich nur der Diskussion heute, die auch von Markus Müller angezündet wurde, glaube ich, in den letzten Tagen vom Rektor der Wiener Medizinuniversität, unterstützen private Universitäten, sind nicht die Antwort darauf. Gehen wir weiter in die Ausbildung. Stimmt, es sind unterschiedliche Bezahlungen in der Endausbau zwischen Allgemeinmedizinern und zwischen Fachärzten. Und prinzipiell, weiß ich noch aus meiner Zeit, versuchen die meisten Kollegen Facharzt zu werden und die wenigsten Hausarzt. Was bleibt der Politik also? Zu versuchen, auf die jungen Kolleginnen zu hören und zu sagen, was möchtet ihr? Und wenn man, es gibt eine Gruppe der angehenden Allgemeinmedizinerinnen, wenn man dort genau nachliest, dann sagen die, wir möchten gute Bedingungen, wir möchten nicht alleine arbeiten, wir möchten uns vernetzen, wir möchten mit anderen Gesundheitsberufen zusammenarbeiten und wir möchten versuchen, auf möglichst hohem qualitativem Niveau zu arbeiten und nicht zu den Überweisern der Zukunft werden, so nach dem Motto, kommst du zu mir, muss ich dich dann weiterschicken, weil, damit sind wir beim nächsten Punkt, einige Leistungen der Sozialversicherung für den niedergelassenen Bereich nicht honoriert werden, für den Allgemeinmediziner, der natürlich sagt, und ich verstehe das vollkommen, wenn ich es nicht bezahlt bekomme, dann mache ich es nicht, oder ich verlange es vom Patienten. Was nicht passieren wird, ist diese Frage, die, glaube ich, derzeit als der Aufhänger gilt, das ist die völlige Privatisierung des Gesundheitswesens, weder in der Stadt Wien noch über die 15a-Vereinbarung im Bund. Ich glaube, Sie alle sind fit genug im Gesundheitswesen in ganz Österreich, um zu wissen, dass nahezu jedes Bundesland den Krankenanstaltenbetrieb nicht im Rahmen des Bundeslands, des Gemeinde- oder des Landesbudgets, sondern im Rahmen von Gesellschaften führt. Und nirgends ist der private Investor, die Pharmafirma, nirgends ist das passiert, was jetzt in Wien versucht wird zu unterstellen. Ich glaube, die Diskussionen sind am Laufen. Ich glaube, es gibt heute eine Aussendung in der Frage, es wird im nächsten Jahr eine Entscheidung über die Organisationsform getroffen. Die Personalvertreter, Personalvertreterinnen vor Ort, glaube ich, sind alarmiert genug, stellen sich auch auf die Beine und versuchen auch hier sehr wohl zum Wohl der Patientinnen als auch natürlich im Wohl der Mitarbeiterinnen zu agieren. Aber diese Privatisierung, dass man jetzt sagt, die Krankenhäuser, alle Spitäler der Stadt Wien werden zu privaten Spitälern und gleichzeitig übernehmen private Investoren einzelne Arztpraxen, schließen diese zusammen und machen dann das private Netz, das ist schlichtweg völlig überzogen und falsch. Es liegt nicht im Interesse, weder vom Bund noch von Ländern noch von Sozialversicherungen, privaten Konzernen hier Tür und Tor zu öffnen. Diese Verhandlungen laufen noch. Wir haben jetzt geführte Ambulatorien. Ich sage es noch einmal, den PSD, den psychosozialen Dienst, das ist so ein Konzern, wäre so ein Unternehmen, auf das Konzerne weltweit anspringen würden und versuchen würden, diesen hier zu übernehmen. Die entwicklungsdiagnostischen Zentren der Stadt Wien, wo Kinder, die mit Entwicklungsrückständen sind, behandelt werden. Das wäre etwas, worauf Sie glauben, dass, ich weiß nicht, eine Pharmafirma oder sonst jemand großen Wert legen würde, das gewinnorientiert zu machen. Das ist schlichtweg nicht der Fall. Wir wollen, dass die Gesundheitsversorgung in Österreich weiter bei Hausärztinnen und Hausärzten liegt, bei den dazugehörigen Gesundheitsberufen liegt und bei den Fachärzten liegt. Und das in einer abgestuften Form von der Primärversorgung vor Ort
bis hinein in den Spital. Lassen Sie uns weiter diskutieren und ich bitte inständig, bei der Darstellung dieser Dinge alle Seiten auf dem Boden der Tatsachen und der Wahrheit zu bleiben. Sie verunsichern Patientinnen und Patienten, Ärztinnen und Ärzte so, dass die einen sich fürchten, krank zu werden oder Angst haben, wenn sie es schon sind, und die anderen sich fürchten, sich auf diesen Beruf weiter einzulassen, weil sie das, was hier gestreut wird, auch noch wirklich für bare Münze nehmen. Wenn wir Österreich weiter gut versorgen wollen, dann diskutieren wir auf dem Boden der Tatsachen, hart, aber fair. Eine weitreichende Privatisierung im Bereich der Spitäler werde es nicht geben, argumentiert Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser von der SPÖ. Zudem würden diagnostische Zentren die Hausärzte nicht ersetzen.